Herzlich willkommen, Leute. Brandy hier. Und willkommen zurück bei Pokémon Blatt Grüne Edition. In der letzten Folge haben wir die Kampfarena gemacht und haben uns unseren Kumpel hier geholt. Kick Lee. Sein Wesen zackhaft. Naja. Dann wollen wir gleich mal weitermachen. Und zwar hatten wir uns vorgenommen, so langsam, das Sylphscope. Sylphco-Gebäude zu befreien von Team Rocket. Von wem auch sonst. Hier ist zurzeit niemand, wie ich sehe. Oder sehe ich einfach nur nicht richtig? Ich sehe einfach nur nicht richtig. Hier ist tatsächlich niemand. Werden wir gleich mal in den ersten Stock gehen und... Oh, da ist ein Team Rocket Member. Hey, Bulk, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich versuche euch alle zu besiegen, ein paar Level aufzusteigen. Oh, Golbat. Golbat, Golbat. Wie ihr sehen könnt, die sind schon gut angestiegen vom Level. Muss man schon... Das muss man denen schon lassen. Also die sind schon gut angestiegen vom Level her. Aber die kommen noch lange nicht an uns ran. So, und da wir jetzt hier lauter Flug-Pokémons haben, haben wir einen kleinen, aber feinen Kandidaten von uns, der hier mitmischen kann. Denn mit Donnerblitz dürfte das Ganze hier keinerlei Probleme für unseren Funken darstellen. Der macht eine Attacke und das Ding ist gelaufen. Und allzu wenig APs bringt es ja nicht. Vor allem, weil das ja viele Leute, viele Pokémon-Gegner hier sind. So, Rocket Ripple haben normalerweise sowieso immer nur Zubats, Golbats, Smogons, Smogmogs, Slimer, Radikals, also ein Scheiß. Seht ihr, da kommt schon das nächste. Da kommt der Radikal. Das müsste aber trotzdem reichen, dieser Donnerblitz. Bin ich mir eigentlich ziemlich... nee, bin ich mir noch nicht sicher genug. Naja, wie dem auch sei, dann müsste der zweite Donnerblitz eben reichen. Ja, das war natürlich nicht clever von dir, da hast du vergessen, dass ich Statik habe, Kumpel. Jeglicher physischer Angriff wirft das zurück auf dich mit einer Paralyse. 600 EPs ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So, und jetzt wollen wir mal nicht die ganzen Donnerblitze hier verschwenden, deswegen hauen wir noch eine Schockwelle hinterher. Die sieht übrigens viel brutaler aus als der Donnerblitz, muss ich sagen. Und als Volltreffer ist es sie auch, ist sie es auch. Oder ist es es auch? Ich weiß es nicht. Die Schockwelle, nee, es ist schon eine weibliche Scheiße. So, wollen wir mal ein bisschen hier Fairness, aus Fairnessgründen unseren Funken nach vorne pushen ein bisschen. Hä? Du hast hier nichts verloren, Junge. Stimmt, da hab ich ja auch nicht verloren. Oh. Natürlich kommt jetzt ein Dragosso. Ja, was soll ich sagen? Da fällt jetzt einem... Also, da fällt... Da fällt mir jetzt aber auch nichts mehr dazu ein. Muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, Leute. Da fällt mir jetzt aber auch nichts mehr dazu ein, dass das natürlich passieren muss, wenn wir hier schön einen... unsere Schwächeren wenigstens auch nur in die Nähe von unseren anderen Pokémon bringen wollen. Nee. Erstmal schön den Arsch mit uns. Knochmarang ist nicht gerade uneffektiv, aber ich stehe irgendwie auf Dragosso und Knogger, muss ich sagen. Trotzdem werden wir uns keins für das Team holen. Ja, das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass das Pokémon jetzt kommt irgendwie. War ja irgendwo zu erwarten, muss man sagen, war irgendwo zu erwarten. Dann gibt es jetzt auch noch einen Konfusstrahl in mein Gesicht. Und zwar nicht so wenig. Danke. Aeroass.
Komm schon, bitte, Monkey. Monkey. Oh man, come on, bitches, ey. Flügelschlag. Immerhin macht er mal was. Wenn das jetzt wirklich passieren sollte, dann drehe ich am Rad. Ohne Flachs, dann drehe ich wirklich am Rad, wenn das gerade wirklich passiert wäre. Und unser Monkey auch drauf gegangen wäre. Das ist hart. Verloren. Ja. Also, ich wäre echt durchgedreht, wenn das wirklich passiert wäre. So, wenn wir das Ganze mal so machen. Noch ein Trank. So. Dann werden wir jetzt ein bisschen sortieren. So, Pikachu bleibt natürlich an erster Stelle, wird auch gleich wieder belebt. Keine Sorge. An zweiter Stelle Monkey, an dritter unser Täubchen. Und an vierter Kickli. Kickli werde ich in der... werde ich halt in der Training Session hochleveln. Das heißt, wir werden quasi eine Training Session extra für Kickli benutzen. Hat unser Kumpel verdient, finde ich. Ist neu dazugestoßen. Darf natürlich auch... Darf nicht benachteiligt werden von uns. Muss natürlich da anfangen, wo die anderen auch anfangen. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Scheiße, ich habe vergessen, das ist das mit diesen... oh, no, man. Das ist das mit diesen Teleportationsdinger. Shit, man. Das geht mir so auf die Nüsse. Wie wär's mit Schockwelle? Ich hoffe, das nützt ein bisschen was. Natürlich. Was auch sonst. Funkensprung nützt genauso viel bei... Ach komm. Ich wollte doch einen Ruckzuck-Hieb machen. Gleicht sich aus. Haben halt beide nicht angegriffen. Ach Gott. Fuck. Ey. Ich krieg die Krise. Ich krieg sie echt hier. Haben wir denn irgendwas dagegen? Ja, probieren wir es mal mit unserem Monkey D. Ruffy. Oh ja. Ah, da kriegst du jetzt richtig auf die Fresse. Und zwar so einen richtig schönen Durchbruch in dein Gesicht. Jawohl. Und das hat wehgetan. Das hat gesessen. Als nächstes kommt ein Voltoball. Deswegen mit Monkey drinnen gelassen. Durchbruch in dein Gesicht, wollte Ball wieder. Zack. Aber er war voll in sein Gesicht. Voll in das Gesicht. Freut mich natürlich. Ja, ein Magneton. Magneton ist natürlich was anderes, weil das hat drei Gesichter. Und... Ah, ich muss euch, glaube ich, noch eine mega Neuigkeit sagen. Und zwar werde ich mir demnächst ein super smartes, smoothes... nicht schlecht, Herr Specht. Nicht Smartphone, soll ich hier sagen. Dingens holen, und zwar ein neues Mikro, weil mir die Qualität meines derzeitigen Headsets leider missfällt, da ich kaum das Rauschen rausbekomme, und ich möchte einfach bessere Qualität auf meinen Videos bekommen. Und ich denke mal, dass ich diese Qualität dann auch nur erreichen kann, indem ich anfange, jetzt meine Videos, ich sag mal, bessere Qualität zu spendieren. Und bessere Qualität fängt halt mit dem Mikro bei mir jetzt an. Demnächst werden wir auch mal schauen, wenn man noch ein bisschen gearbeitet hat, ein bisschen mehr Geld dazu gezogen hat, dass ein bisschen was an, ja, bessere Videoqualität, sagen wir es mal so, geschieht, beziehungsweise Videobearbeitung, weil das ist ja noch so ein bisschen hier einfach mal gerendert und dann die Folgen halt online geklatscht, mehr nicht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte euch schon ein bisschen was bieten, und um das bieten zu können, müsste ich halt ein bisschen... Beruhig dich, Dino, ist doch nur ein Spiel. Karate-Schlag in dein Gesicht. Oh, das wehgetan. Oh Mann. Ey. Unser Pikachu hätte echt diese 700 Erfahrungspunkte ge...
Wusa. Okay. Als nächstes kommt Hypno. Ja gut, dann werden wir halt unserem Monkey ein bisschen hochleveln können. Solange der nur eine Kopfnuss macht, ist es mir egal. Wo ich sagen wollte, ist halt... Irgendwie passiert gerade nur Scheiße, egal. Ja, wenn wir halt ein bisschen schauen, dass ich die Qualität meiner Videos auch natürlich ein bisschen steigern kann. Und ja, also das wollte ich euch gerade sagen, einfach nur. Aber meine natürliche Priorität liegt natürlich erstmal auf der Produktion. Das heißt, je mehr ich produzieren kann und desto qualitativer mein sprachlicher Content ist, sagen wir es mal so, desto lieber ist mir das. Ich versuche mich natürlich ständig zu verbessern, was das Sprechen angeht. Das habe ich ja anfangs, wenn ich mir mein erstes Let's Play anschaue, war nicht ganz so top. Mittlerweile finde ich, geht es viel leichter zu sprechen. Man spricht halt über das, was man so macht, ne? Und was haben wir denn hier? Ich arbeite für die Cisco. Was soll ich bloß machen? Ja, bleib halt stehen. Wo waren das hier noch, wo man hier überall lang muss? Ich weiß es alles nicht mehr. Fuck. Naja, und ja, ich finde halt mein Anfangs-Content, wo ich angefangen habe, das war nicht ganz so der Burner. Finde ich, ist jetzt auch nicht gerade optimal, so wie ich bin. Natürlich gibt es noch viel Luft nach oben, aber ich sag, es ist ein guter Einstieg für mich. Ich fühle mich besser mittlerweile und das ist wichtig. So langsam, aber sicher bin ich auch froh, dass man so ein paar kleine Zuschauer, dass ich so ein paar kleine Zuschauer habe, die konstant dabei bleiben. Muss ich ehrlich sagen, bin ich stolz drauf. Danke an dich, Techno zum Beispiel. Jeden Tag dabei, schaut meine Let's Plays, kommentiert fleißig, finde ich top. Macht Spaß, dann zu produzieren. Noch mehr natürlich, macht ja auch sonst auch Spaß. Aber so noch mehr, wenn man weiß, dass das, was man produziert, auch wirklich angeschaut wird. Und das macht wirklich, das macht wirklich dann auch mehr Spaß. Und ich hoffe, das läuft so weiter. Und ja, jetzt probieren wir das erste Mal den Psy-Strahl. Und wunderschön, wunderschön. Oh, wunderschön von mir. So, ja, das Problem ist nur bei dem Mikrofon-Dingens da, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan oder Schimmer, was ich für ein Mikro holen soll. Ich bin da leider nicht so ganz hier ab. Also ich weiß nicht, was so gute Micros sind. Deswegen werde ich mal probieren, mich selber zu informieren an der Let's Player, also im Let's Player Forum. Und ich denke mal, die dort, die Leute, die werden mir schon gut helfen können. Ja, erstmal ein Donnerblitz ins Zumats Gesicht. Bam! Und das tut weh. Aber ja. Demnächst werde ich mir natürlich auch einen Laptop holen und werde dann auch versuchen, sofern ich halt irgendwie StarCraft oder so aufnehme oder sonst was, mit Cam aufzunehmen, wenn ihr das wollt. Also irgendwie Walking Dead werde ich noch spielen, solche Sachen, so Horror-Dinger. Und ich denke mal, da wäre eine Cam eigentlich gar nicht mal so schlecht. So ein bisschen hier Schockerlebnis. Und ja, ihr müsst mir einfach nur in den Kommentaren schreiben, Cam ja oder nein. Je nachdem wird es natürlich gemacht. Ist ja keine Frage. Also wenn ihr meint, nee, das ist scheiße langweilig und nee, und ich will doch keiner sehen, ey. Gut, dann wird das halt nicht gemacht. Ist ja kein Problem. Ist ja nur eine Frage gewesen. Nicht gleich ausflippen, bitte. Hätte man auch normal sagen können, nein. Falls ja, schreibt in die Kommentare unbedingt. Ja, Mann, yeah! Zeig deine Hackfresse! Passiert dann natürlich auch sofort. Und ja, was heißt sofort? Ich müsste mir erstmal eine Cam holen. Dann müsste ich mir erstmal ein Programm holen, wo ich das alles so kombinieren kann. Ich denke mal, Magix müsste mir... Ach, wobei, Magix könnte da eigentlich schon reichen. Und
ja, und dann werde ich mal aller Hoffnung. Also, ich hoffe dann einfach mal, dass es reicht. Oh, fuck, jetzt bin ich wieder tot, egal. Wenigstens bin ich danach nicht vergiftet. Den geben wir jetzt Kickli. Das darf Kickli machen. Mach mal Fegekick. Natürlich. Was denn sonst? Was denn sonst, ey? Bam! In sein Gesicht. In sein Gesicht, Digga. Gute Arbeit, Kickli. Gute Arbeit, Kickli. Ja, das wird dann sein. Also mit Cam, da fühle ich mich auch. Also wird bestimmt eine coole Sache. Freue ich mich auch drauf, wenn ich es mache. Nee, das will ich jetzt nicht hier viel beleben. Pikachu, du darfst nicht so oft sterben. Bist zwar schon 32, aber irgendwie bist du ja etwas benachteiligt. Weiß auch nicht warum. Weiß auch nicht warum. So, als nächstes hätten wir quasi, gehen wir noch ein Stockwerk höher, bevor wir die ganzen Teleportationsdinger benüssen. Ein Professor. Wir entwickeln in diesem Labors neue Pokebälle. Ah, wir kriegen hier den, ihr wisst das schon vielleicht, den Master Ball. Magneton. Ja, da müssen wir wechseln auf einen alten Bekannten von uns, und zwar nämlich Monkey D. Ruffy. So, ich habe mich schon wieder aus dem Konzept bringen lassen. Das ist das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört an meiner Art zu Let's Playen, beziehungsweise zu kommentieren während des Let's Playens, heißt das ja eigentlich. Da ich mich viel zu oft vom Thema wegbringen lasse. Das ist suboptimal, sagen wir es mal so. Das ist schon... Machen wir es mal so, unser Monkey braucht nicht mehr so viel XP. Aber unser Punke kann noch ein paar verbauen, deswegen werden wir mal wieder hin und her wechseln. Und ich sehe, wir haben schon wieder die 15-Minuten-Marke längst geknackt. Und, ja, gut, dann machen wir einfach ausnahmsweise, weil es das Sylph-Scope-Gebäude ist, fuck, ich wollte nicht Aeroas, 20-Minuten-Parts, einfach aus dem Grund, weil ich jetzt keinen Bock habe zu unterbrechen, dem Kampf, und ja, allein deswegen schon. Magnetilo, hör mir auf die Eier zu gehen mit deinem Ultraschall. Natürlich werde ich mir jetzt auch noch selber die Eier versohlen, was denn auch sonst. Heilen wir uns mal, bevor uns ein Volltreffer den Gar ausmacht. So. Dann besorge ich es mir nochmal mit einem Paraheiler. Ja, bitte mach mich nochmal... Nee, mach mich nicht paralysiert. Ich weiß gar nicht, warum. Alle. Na gut. Ja, also komme ich jetzt nochmal zurück auf mein altes Thema. Und zwar das mit dem... ja, mit der Webcam. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht... Also so in Let's Plays wie hier will ich das noch nicht so machen. Aber wo ich euch sagen muss, ist, das kommt natürlich erst die Webcam, wenn ich meinen Laptop habe, meinen Gaming-Laptop. Da ist ja, ich habe hier einen PC, okay, ein richtig Top-PC. Aber mit diesem PC kann man nicht so viel. Also der steht ziemlich blöd, weil ich habe ein recht kleines Zimmer. Könnt ihr euch nicht so vorstellen? Aber ich habe ein richtig kleines Zimmer und mein PC steht halt direkt neben dem Bett, und also der Fernseher halt dann auch. Und ich lieg quasi im Bett, und wenn ich eine Cam anmachen würde, dann würdet ihr nur meine Füße sehen, die ich gerade hochlege vor den Fernseher, immer wenn ich zocke. Und das muss natürlich auch nicht sein. Und wenn ich halt am Schreibtisch wäre, während ich zocke, dann ist das Ganze natürlich viel, viel einfacher als wie so jetzt zum Beispiel. Nee, das machen wir nicht. Agilität ist zwar eine schöne Sache, aber irgendwie, nee, müssen nicht sein. So.
Und deswegen werde ich erst anfangen mit Webcam aufzunehmen, sofern mir ein Laptop zur Verfügung steht natürlich. Und dann bin ich mir auch sicher, dass meine Zocker-Skills natürlich... Nein! Das wollte ich gar nicht. Ah, ich bin noch gar nicht weit weg. Ja, doch, ich bin weit weg. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude rum. Ja, jetzt haben wir schon die 20-Minuten-Marke wieder geknackt. Bock. Ist auf demselben Level wie unser Pikachu. Deswegen müssen wir schnell handeln. Und dann haben wir auch noch keine Donnerblitze mehr. Das heißt, nur noch die schwächeren Donnerattacken. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht. Ich hoffe es wirklich sehr, dass sich das jetzt nicht anfängt zu rächen bei mir. Sonst laufe ich zwischenzeitlich offscreen kurz Pokémon heilen. Und natürlich auch ein bisschen an Items was kaufen. Das paralysiert mich jetzt aber nur. Da habe ich kein Problem damit. Sobald er mich berührt, ist er sowieso auch paralyzed. Okay, nach diesem Kampf werden wir einen kleinen Cut machen, meine Friends. Ich werde dann... boah, war das knapp. Ich werde dann zum Supermarkt laufen, mir ein paar Tränke und so holen, Beleber und alles und die Pokémon heilen. Weil ein Pikachu ohne Donnerblitz ist halt recht... ich will nicht sagen schwach, ich habe den Türöffner gefunden. Nee, da muss ich jetzt nicht hin. Den macht man natürlich später noch, aber jetzt muss ich erstmal hier... jetzt muss ich hier erstmal schön Pokémon heilen gehen. Aber meine Friends, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschaußen!